Hallo, ich bin Valentin, ich studiere Oboe in Mannheim in der Musikhochschule. Ich bin Akademistin bei der Rhein-Neckar Akademie und spiele heute Abend mit dem Nationaltheater Mannheim Salome. Die Orchesterakademie Rhein-Neckar ist eine Kooperation der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Zusammen mit den vier Orchestern der Metropolregion Rhein-Neckar. Diese vier Orchester sind das Nationaltheaterorchester Mannheim, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, das Kurpfälzische Kammerorchester in Mannheim und das Philharmonische Orchester der Stadt Heidelberg. Das ist wunderbar. Also, das ist eine tolle Erfahrung eigentlich, wie man reagieren muss auf die Kollegen beim Spielen, und man lernt ganz tolle Stücke kennen. Und was am besten ist bei dieser Akademie, ist, dass man darf mit vier verschiedenen Orchestern spielen. Das heißt, manchmal dreimal am Tag Gruppe wechseln, Dirigent, Repertoire. Und man lernt sehr gut kennen die Flexibilität, die man braucht auch beim Musikerleben. Nationaltheater Mannheim ist spezialisiert in Oper. Also das ist ein ganz großes Repertoirehaus Deutschlands. Also es gibt noch, also nicht mehr jetzt so viele, die so viele verschiedene Opern in derselben Saison machen. Und Ludwigshafen ist ein Symphonieorchester, die machen dann nur Symphonieprojekte. Die spielen sehr viel im Ausland auch und in Deutschland machen Tournee und so. Und in Heidelberg, die machen beides. Das ist dann so ein mittleres Orchester, wo die halb ungefähr Symphonie, halb Oper. Und Kammerorchester ist halt kleine Besetzung und die machen eher Richtung Barockmusik, also spätklassisch und früh. Das Tolle ist bei dieser Akademie, dass man wirklich die ganze Bandbreite des Orchesters musizieren und Orchesterarbeit kennenlernen kann. Und ich habe zwei andere Akademien vorher gemacht und ehrlich gesagt, ich muss sagen, dass die am besten ist, weil wegen dieser Breite, wegen dieser vielen Möglichkeiten, und ich bin sehr froh, dass ich das machen dürfte. Im Unterricht lernen wir die Technik, Fingertechnik, auch Musikalität und wie zusammenspielen und so. Aber direkt im Orchester kann man lernen, wie genau zusammen zu anfangen, wie sich im Klang reinmischen zu können. Und weil Intonation ist nicht eine Sache von Höhe, vom Ton, nicht nur, es ist auch die Klangmischung. Und das kann man nicht im Unterricht lernen, weil wir haben das ganze Orchester nicht dabei.
Gut, sehr gut. Man hört nur einfach Do, Do im Piano. Und das wäre schön anzusetzen ohne Akzent. Aber sonst passt. Kann auch sein, das ist eher ein Wiege, wie in Espanol muss sein. Die Studierenden werden im Unterricht bei unseren Professoren ausgiebig auf die Aufgaben vorbereitet, je nachdem, welche Aufgaben sich auch immer stellen, ob das Opern sind oder Symphoniekonzertprogramme. Und darüber hinaus werden sie auch von den jeweiligen Kollegen aus den Orchestern sehr warmherzig und offen aufgenommen und eingewiesen und bekommen natürlich das, was man wirklich nur im Learning by Doing sich aneignen kann, nämlich so die Insider-Tipps, wie man denn in bestimmten Situationen im Orchesterspiel klarkommt. Und auch das Zusammenspielen folgend den Dirigent, das kann man nur im Orchester lernen. Aber beim Konzert, es muss einfach das Beste sein, was wir am Tag machen können. Und ohne Konzert kann man das nicht lernen. Wir haben eine erstaunliche Erfolgsbilanz. Wir haben in der Saison 2010-2011, also die letzte, die zum Abschluss kam, haben wir eine statistische Erhebung mit allen bis dahin an der Akademie teilnehmenden Stipendiaten gemacht und konnten 65% Erfolg verbuchen. Das heißt, ca. 65% unserer Akademisten haben Anstellungen in professionellen Orchestern bekommen. Diese Bilanz ist herausragend, da im sonstigen Vergleich der Studienabgänger deutscher Musikhochschulen etwa 20-25%, je nach Instrument unterschiedlich, Anstellungen in Profiorchestern eben erhalten. Die deutschen Symphonie- und Opernorchester befinden sich ja in einer jahrhundertealten Tradition. Und bevor es überhaupt Musikhochschulen in der jetzigen Form gab, haben die Orchester sich sehr um ihren eigenen Nachwuchs gekümmert, dadurch, dass sie ihre Nachwuchsspieler selbst ausgebildet haben. In der heutigen Zeit haben Orchesterakademien diese Aufgaben wieder übernommen, was eine sehr positive Entwicklung ist zur Stärkung der Orchesterlandschaft. Und unsere Orchesterakademie stellt hinsichtlich ihrer Vielfalt des Angebots natürlich etwas ganz Besonderes und Exzellentes dar. Ja, für mich ist das tollste Projekt, das man als Student in der Musik erleben kann.